dann fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie die auch nicht. Sie müssen ja irgendwo auftauchen. Das wird wohl sein Glückstag. Den Right-Button benutzen, ohne zu zielen. Verstehe. Okay, von hier können sie nicht kommen. Das bedeutet, theoretisch könnte ich mich hier gut... verstecken. Joel, da! Danke. Yo. Will zwar nichts sagen, aber hat die mir nicht eben irgendwas gegeben? So. Ich glaube, ich werde ab sofort nur noch so teilweise Spiele raussuchen. Ich bin dir näher, als du glaubst. Muss ich nur mal zeigen, du feiger Lappen. Warum fresse ich denn so viel Damage? Krass. Ja, das findest du krass, ne? Okay, das ist jetzt nur Ellie. Schauen wir hier. Guck da drüben. Ich will zwar nichts sagen, aber... einfach nein. Ich meine, da oben müsste noch einer sein.
Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier hoch geht. Nee, ging's nicht. Okay. Wenn die Helligkeit irgendwo einstellen, ich finde es doch auf meinem Monitor extremst hell. Extremst dunkel. Angestrebte 60 FPS, 1060, 1800, 1080, hohe Qualität, Schatten normal. Das ist nur so vorder. Läuft es jetzt besser? Was eigentlich komisch ist, weil das Spiel ist für die PlayStation optimiert. Ich habe jetzt PlayStation 4 Pro Dingsbums gemacht. Der Typ macht mir doch bestimmt noch Probleme. Gut. Schaut für mich akzeptabel aus. No hope. Lost. Sieht so leer aus. Notiz. Lesen. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Krieg im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzer fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50er Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich jemand mit uns anlegt. Ja, ne? Will zwar nichts sagen, aber mit jemandem des Kaliber 50ers würde ich auch erstmal abwarten. Schnell, Joel! Da links! Na komm her. Komm. Dieser kleine Bastard. Brenn, Arschloch! Und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Gut. Na bitte. Eine Viertelklinge. Das ist. Oh, wow, 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 wow. Not bad. Ich habe aber keine Pfeile. Aber ich glaube, hier brauche ich echt. Ich glaube nicht, dass ich meine normale Affinität zum Bogen hier ausleben kann, weil der. Ja. Kann sein, dass er realistisch ist. Will ich jetzt nicht sagen.
Hier, komm her, Ellie. Aber nutzerfreundlich ist er nicht. Okay. Na bitte. Und jetzt lässt sie einen fahren, während wir ihr hinterher klettern. Das wär's. So, von denen kann ich noch ein paar herstellen. Ja. Voll. Lauschmodus, Distanz, Fertigungszeit. Ne, das brauche ich nicht. Lauschmodus, Distanz mache ich erstmal. Wir sind fast da. Lass mal alles nachladen. Ne, das kannst du vergessen. So, komm mal mit Ellie. Fast da. Dawn of the Wolf. Ich hab in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Kann ich hier nicht irgendwas aufmachen? Aber bei Days Gone konnte man das machen. Wollen wir hier rein? Oder wollen wir eher in diese Richtung? Ich glaube nicht, dass es eine Open World ist. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Product Placement. Also ich hab keine Ahnung. Wie sagt das alles? Null. Wie kann ich denn noch mal rennen? Ah, mit L1. Okay. Gehen wir durch die Gasse. Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Vorher hast du 24 Dosen Bacon. Ich erst bin im Hotel von damals. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Das Zeug ist okay. Dann machst du mehr. Warum? Umzingelt ihn! Scheiße! Schrotflinte! Ach, Ellie, entspann dich. Die kriegen wir locker. Vielleicht hätte ich die Splittergranate nicht verwenden sollen. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. War doch so klar. Verdammte!
So, nur damit wir ein bisschen durch die Gegend krabbeln. Nur um die Spannung zu erhöhen. Mehr ist das nicht. Ich finde es halt ein bisschen komisch. Dass sie uns die Sachen halt nicht hinlegt, sondern direkt ins Inventar schmeißt. Müssen wir hier lang? Sollen wir hier lang? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht wirklich sicher. Warum sind die mit. Warum sind diese Tonnen so hell? Okay, das ist doch nur. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Er weiß natürlich, wo wir sind. Ja, natürlich. Auf einmal ist er da. So ein Mist. Mist. Gibt's hier noch irgendwas oder ist das auch wieder nur so ein Deckungsding? Ich meine, diese Räume sind doch nicht nur dafür da, weil da. Ah, scheinbar doch. Okay. Müssen wir nichts sagen, Ellie, aber du bist gerade dezent im Weg. Und die einfach mit so einem Panzerwagen an. Ich weiß halt auch echt nicht. Die sich das hier gedacht haben. Na, 30, okay. Was fertigen, ich weiß auch was. Das kann man nämlich gut benutzen. Warte mal, von hier kam. Ne, von hier kam ich nicht. Oh Mist. Ist okay. Sie sehen uns nicht.
Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Super. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Das ist doch schön. Na, die Ellie jetzt jemanden gefunden, mit dem sie zusammen sprechen kann, ist doch super. Das ist für Kinder auch wichtig, andere Kinder zu sehen. Molotow Handbuch Band 1. Verbessert Radius von Brandbomben. Achso. Ah, nehme ich mal mit. Wie? Hier ist was voll. Zucker? Rauchbombe? Gut. Vielleicht soll ich mehr Rauchbomben benutzen. Aber dass man Zucker nicht als Energiespeicher nehmen kann, ist schon ein bisschen fragwürdig, weil eigentlich ist Zucker ja, ja auch nur ja, Zucker halt, ne? Und das gibt im Endeffekt doch viel. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Viel Energie. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist der Ehre. Nebenan stehen sie immer Wache. Okay. Gut. Warum hat die gerade so komisch gut gesagt? Das war gruselig. Schön hier mit einem Vogelkäfig. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, schade. Ich würde gern